Dieser Mann ist kein schreibender Schauspieler. Er ist Schriftsteller durch und durch. Und was für einer. Immer wenn ich Leuten, Freunden, Bekannten was erzählt habe, hier und da, merkte ich, dass die relativ schnell auch aus ihren Familien Geschichten erzählten. Wir stellten eigentlich miteinander fest, dass wir alle ganz viele Dinge eben nicht wussten und dass wir eigentlich alle mit diesen Lücken aufgewachsen sind in unseren Familiengeschichten und von diesen Lücken vielleicht stärker geprägt wurden als von den paar Dingen, die wir überhaupt wussten. Bei Karl war es ähnlich. Er hat deinen Vater im Krieg kennengelernt. Sie sind zusammen in Russland im Lager gewesen. Wie? Wer ist in Russland gestorben? Na, dein Vater. Nein. Nein? Sie lachte ungläubig. Ich muss es ja wohl wissen. Er war ja schließlich mein Mann, auch wenn wir unter Adolf nicht heiraten durften. Nein, er kann nicht während des Krieges gestorben sein, sonst wäre ich ja nicht geboren. Oder er wäre nicht mein Vater. Ich war mit einem Block voller Notizen gekommen, saß vor meiner Mutter, wollte sie über meinen Vater befragen und sie erzählte von ihrer Hochzeit mit Karl Benz. Ich begriff, dass die Zeit, nach der ich suchte, nicht in Vergessenheit geraten war. Sie begann sich vor meinen Augen aufzulösen.